Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadows. Ja, hier war der zweite Eintrag. Und, beziehungsweise eines der letzten beiden Dinger, die mir noch fehlen. Aber fehlt immer noch eins. Jetzt haben wir bis hierher einen Eintrag bekommen. Das magische Buch. Die Suche nach den der Unsterblichkeit hat viele Zauberer dazu getrieben, ihren letzten Atemzug dazu zu nutzen, ihre Seele auf schwere Pergamente zu übertragen. Die Seiten sind von den dunklen Mächten ihrer Autoren durchzogen, sodass sie die Geschichten derer, die tapfer genug sind, sich mit ihren zustellt, auf grausame Ende schreiben können. Oh, das war jetzt sehr schlecht gelesen gerade von mir. Hohoho. Sehr schlecht. Jetzt natürlich die Frage, wo ist denn der letzte? Weil eine Sache fehlt uns hier immer noch, wenn ich mich recht irre. Aber wo? Jo, hier sind noch ein paar Bücher. Die sind mir aber jetzt relativ egal. Und, oh, die Bücher hier, die nerven. Wisst ihr das? So, danke, dass ich vorbei durfte. So, jetzt natürlich die Frage, wo ist das letzte bisschen an, das letzte Geheimnis hier in dem Gebiet? Ich weiß es nicht. Ich würde noch ein bisschen untersuchen, wir sehen uns dann einfach gleich wieder. Bis dann. Menschenskind, da sind wir aber gut dran vorbeigelaufen. Ich hab mal hier auf der Karte. Da, wo es nachher hochgeht, da ist der nächste bis hier abends Eintrag, nämlich der vom Necromancer. Und den lesen wir uns mal gerade durch. Mann. Nekromant. Der Nekromant hat die Mission, seinen Meister Zobek, Fürst der Toten, Trevors mächtiges Kampfkreuz zu beschaffen. Da ihm seine Seele zurückversprochen wurde, wenn es ihm gelingt, seine Meister die Waffe zu bringen, ist der Nekromant ein gefährlicher Gegner, dem seine Aufgabe um jeden Preis zu erfüllen möchte. So, wir sehen uns dann gleich direkt an einer anderen Stelle wieder, nämlich da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben in der letzten Folge. Bis gleich. Euer Mascha. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadows. Tja, wir sind immer noch mit Simon unterwegs. Und so langsam aber sicher kommen wir weiter hinten auf. Kann ich wieder dranhängen? So langsam aber sicher kommen wir weiter hinauf ins Schloss. Und erreichen wohl bald auch die Spitze. Oh, guck mal, wer seid ihr denn? Guck mal, der macht ja alles kaputt. Was ist passiert? Huh? What? Warum bin ich gestorben? I don't know. Why I'm dead now? I don't know. What it has to be. So, hier kommen wir aber ohne den, glaube ich, nicht so gut zurecht. Komm, schieß ihn ab. Wunderbar. So soll es sein. Und weiter geht es hinauf an diese Strebe hier. Mann, was sind das für ekelhafte Viecher, dass sie hier so nach mir schnappen und meine Dinger hier alle kaputt beißen. Das gehört sich nicht. Sieht ein bisschen aus, als würden wir brennen, ne? Der brennende Gabriel. Ich sag immer noch Gabriel, Leute. Oh, das ist so peinlich. Ist hier eigentlich irgendwas zu sammeln? Ja, ein Geheimnis. Und das liegt auch schon direkt weiter oben. Aber ich glaube, ich muss hier runter. Wer seid ihr? Widerliche Kreaturen. Was haben die denn da? Schlack, oder? So, zack. Aua. Hau. Tschö. Ja, aber hartnäckig, ne? Der fliegt immer weg. Und ich glaube, der kommt jetzt weiter hoch. Kann das sein? Jawohl. Ich glaube, der ist das perfekte Ziel für unsere Axt. Aber trotzdem, ich meine, ich kann ja springen und sowas. Das ist eigentlich schon okay. Gut. So. Nehmen wir uns natürlich mit, die Rolle. Dann müssen wir weiter nach oben. Die kleinen Buckligen scheinen recht eifrig am Aufbau und der Erweiterung der Burg zu arbeiten. Ich weiß nicht, woher sie kommen
und was sie antreibt, doch aus irgendeinem seltsamen Grund scheinen sie von der Dunkelheit beeinflusst zu werden, die den neuen Burgherren umgibt. Das war jetzt mehr als knapp. So, jetzt gehen wir mal wieder hier rauf. Denn das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja möglichst weit hier raufkommen. Ich da dran halten? Nö. Aber hier kommen wir anscheinend weiter. Und zack. Bin ich jetzt hier lang, oder was? Guck mal. Mana. Mana, Mana. Mana. Mana, Mana. Na, du kleiner Haubitze da oben. Oh. Instant Death. Ja, das ist ja lustig. Na gut, ist ja toll, dass mein kleines Vögelchen da, mein, Freundinhelfer mir da nicht hilflich abschießt. Okay, dann brauchen wir wahrscheinlich doch den. Aber wenigstens weiß ich, dass er mich nicht hier angreift, wenn ich hier raufrattel. Hier rauffahre und fahre und fahre. Ich finde es immer sehr schön, dass es so gotisch angehaucht ist. Passt natürlich aus dem Setting, klar, aber... verständlich ist das nicht unbedingt, ne? Ich meine, ich denke, das ist eigentlich ein japanisches Franchise. Aber die haben es ja schon schön am westlichen orientiert, finde ich. Hört da eigentlich auf zu spucken? Nö. Oh nein, seht ihr, was ich sehe? Da ist eine Uhr. Wisst ihr, was es bedeutet, hier eine Uhr zu haben? Na gut, wir müssen es so machen. Kann ich auf die andere Seite? Wahrscheinlich nicht, ne? Da kommt er wieder. Der kleine, fleißiges Viechchen hier, der mich ärgern möchte. Zack, zack, bumm, bang, bumm. So einfach kriegst du mich nicht, Freundchen. So, jetzt ist Schluss. Hier kriegst du eins auf die Nase, mein Freund. War es das noch nicht? Doch, anscheinend schon. Oh, guck mal hier. Oh, es sieht aus, als würde uns ein Endkampf erwarten. Denn es gibt hier sowohl... Energie, als auch Magie. Und das klingt doch alles sehr nach Bosskampf. Habe ich alles aufgesammelt? Ja. Dann klopfen wir doch mal freudig an. Denn hier kommt Simon! Fragezeichen, 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 Fragezeichen! Blöcke Synchron, der Feind ist deinem verheerenden Gegenangriff ausgeliefert. Ja, wir kommen jetzt in den Raum. Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Aber schön hier. Efeu und hell. Simon. Komm, Simon. Simon. Simon says. Oh. Wir bewegen uns ein bisschen gerade eh. Simon, don't be afraid. Hallo, ihr Hübschen. Welcome, warrior. We've been waiting for you. You have traveled so far, you must be weary. Come, stay with us. You will find our hospitality most pleasant. Okay, dann komme ich mal vorbei. Come on, Simon, get closer. Join us. Komme. Stay there, my sweet. Oh? Das ist eine Sirene. Hallo, Sweetheart. Do you like what you see? Ja. I have created this for you. I want you to feel this. Let me show you how good you can feel. Oh, ein Zuckerbus. Nee, 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 nee. Geh weg, du elender Zuckerbus. Don't you like how I kiss Simon? Okay, ein Succubi. So einfach gebe ich nicht auf, meine Welle. Wow. Zack, zack, zack. Zack. I know you want me, Simon.
Wow, das war schlecht. Das war schlecht. Hier, kriegst du ein paar um die Ohren, mein Freund. Mein Fräulein. Oh, ich glaube, das heilt sie, oder? Oh, und sie hat eine magische Blase, okay. Oh, das war schlecht. Da muss ich auf jeden Fall rollen. Oh. Doch, ich sag das. Okay, wir müssen es kaputt machen. So, kaputt. Er hat zwei, um den Schild zu nehmen. Ja, machen wir doch, doch. Locker. Komm her. Na? Traust du dich? Komm her, Blöde. Ich sag dieses B-Wort nicht. Warum kriege ich sie nicht getroffen? Nee. Hörst du wohl auf? Schluss! Schluss! Er wird nicht geheilt und ein Schild aufgezogen! Oh, sie macht was Neues. Oh, Schluss jetzt. So, zur Sicherheit halber nehme ich mal das hier mit. So, zack, zack, zack. Nee. Du denkst, das mache ich hier so leicht, Kleine. Da hast du aber geschnitten. Okay. Okay. Wir müssen also die richtige... Da ist er. Wow. Du bist es nicht. Du bist es auch nicht. Du bist es. Du bist es. Du bist es auch. So, jetzt bist du es nicht mehr. Komm her. Nö. Mich darfst du auch nicht aussagen. Boah. Wow, das war jetzt knapp. Rechts, links und um die Brüste. Wow. So einfach mache ich den nicht. Nee, das ist direkt in mich rein teleportiert. So, viel hast du nicht mehr, dumme Kuh. Nö, das ist schon wieder gekriegt. Oh, weg mit dir. Na, schon wieder? Jetzt ist... Oh, Schuss! Rotarie, Teufelin. I'm sorry, I failed you, my lord. Was ist dieser Sitz da vorne? Jetzt ist Schluss. Es ist vorbei. Hier. Alle verdienen sich zusammen. Dracula. Ich bin gekommen. Nur für dich bin ich gekommen. Oder? Ja, machen da wieder so Zusammenschnitt. You fight well. Worthy of the name Belmont.
I'm Simon Belmont. I have come to avenge the death of my parents. I've come to destroy you. Tell me, how do you plan to do this, Simon Belmont? With that, perhaps. That relic you carry holds no power over me, young Belmont. Know this, your father died by my hand. Will you suffer the same fate? You cannot kill me. You will die in vain, just as your father did. We'll see about that now, won't we? Good of you to join us, Aluk.